Mr. Scrimshaw! Dr. Kenker, kommen Sie her. Und? Leichte Hypothermie. Brauchen wir ihn lebend? Natürlich. Er sollte schon noch leben. Holt meine Decke. Ich sollte mich um ihn kümmern. Ich habe eine Idee, wie wir ihn aufwärmen können. Schluss mit den Scherzen, Margaret. Sie fahren mit dem Sub-Zero. Margaret! Der Cowboy ist in der Stadt und wir haben immer noch nicht den anderen Chip. Ich bin im Moment wirklich sehr beschäftigt, Victor. Ich rufe Sie später zurück. Besorgen Sie mir nur den Chip. Hallo, Cowboy. Wie steht's denn so? Tritt näher, setz dich. Leiste uns Gesellschaft. Mein Freund, ich habe lange auf dich gewartet. Sind wir gute Freunde? Will ich nicht hoffen. Wie lange ist das jetzt her, Cowboy? Sag du's mir. Beinahe 6 Jahre. Ah. Weißt du denn nicht mehr? Idi Amins Grillparty. Ah, ja. Wie könnte ich das vergessen? Die Soße. Aber du hast doch nicht vergessen, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, nicht wahr, Cowboy? Ja, da wir gerade davon sprechen, wir scheinen hier einen sehr attraktiven zusätzlichen Gast zu haben. Ah ja, meine Schwester. Stiefschwester. Guten Morgen, Stiefschwester. Mona, ein zusätzliches Gedeck, bitte. Tja, also Cowboy, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist mit dir. Bitte. Du hast dich verändert. Du bist ein anderer geworden. Ich war krank. Cowboy. Was ist denn mit deinen Haaren passiert? Ich wollte neue Frisur. Clint Eastwood-mäßig. Hast du zufällig der Texaner gesehen? Oh, was für ein Heat. Na schön, soweit zu den Höflichkeiten. Kommen wir jetzt zum Geschäft. Oh. Das ist der Typ? Das ist Pada. Ergreift ihn! Aus, hast du ihn etwa verschluckt, du blödes Mistvieh? Raus damit, raus damit! Ah, sie haben ihn gefunden. Hey, bringt ihn nicht um! Sperrt ihn ein, das Mädchen auch.